Hallo liebe Stuttgart 21 Gegnerinnen und Gegner. Es ist super zu sehen, dass nach so vielen Wochen des Protestes wieder Tausende gekommen sind, um den Widerstand gegen Stuttgart 21 auf die Straße zu tragen und zu sagen, wer für den 30.09. die Verantwortung zu tragen hat. Die Jugendoffensive hat bei ihrer Pressekonferenz am 8.10. die Lügen von Mappus, Rech und ihren Polizeichefs aufgedeckt. Wir haben mit Filmmaterial und Zeugenaussagen nachgewiesen, dass die Gewalt ausschließlich von der Polizei ausging und dass sie Polizeiprovokateure eingesetzt haben. Alles andere ist eine Lüge. Mappus hat nach dem 30.09. erklärt, er habe sich nie in das operative Geschäft der Polizei eingemischt. Er wollte sich damit hinter der Polizei verstecken und so tun, als ob er nichts mit dem Polizeieinsatz am 30.09. zu tun hätte. Inzwischen ist bekannt, Inzwischen ist bekannt, dass es einen Tag vor dem Polizeieinsatz im Staatsministerium eine Sitzung der Projektbetreiber von Land, Bahn und Stadt gab, bei dem das Einsatzkonzept besprochen wurde und Mappus war bei dieser Besprechung dabei. Fast genauso schlimm und verletzend wie die körperliche Gewalt an diesem Tag sind die verbalen Schläge, die seither ununterbrochen von Mappus und Co. auf uns hereinprasseln. Da wird aus allen Rohren auf uns geschossen, die Verletzten werden verhöhnt, die Eltern von demonstrierenden Kindern beleidigt. Obwohl die Polizei aus 80 Stunden Filmmaterial nicht einen Beweis für die Gewalttätigkeiten von Demonstranten liefern konnten, behaupten sie weiter, die Gewalt wäre von uns ausgegangen. Dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss inzwischen auch was Positives abgewinnen. Damit werde es möglich, Zitat Mappus, dass die Polizei noch stärker zum Ausdruck bringen kann, warum der Einsatz so ablief, wie er ablief. Mit anderen Worten, die Wahrheit soll unter den Tisch gekehrt werden. Damit das nicht so offensichtlich ist, gibt es jetzt auch keine öffentliche Live-Übertragung, wie ursprünglich angekündigt. Der 30.09.2010 war kein Einzelfall. Drei Wochen später wurde dem Castor von der Polizei der Weg freigeprügelt. Eine Polizei, die mit aller Gewalt die Profit- und Machtinteressen der Atom- und Stuttgart 21-Mafia durchsetzt, ist nicht unsere Polizei. Eine Landesregierung, die ihre eigenen Gesetze bricht, uns belügt, betrügt, Schülern das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit nimmt, Polizeigewalt zur Durchsetzung von Profitinteressen befiehlt, ist nicht unsere Regierung. Mappus, Rech und Gönner, die ganze Landesregierung muss weg, nicht erst im März durch die Landtagswahlen, sondern sofort. Wir haben am 30.09.
Wir haben am 30.09. für unseren Widerstand einen hohen Preis bezahlt. Aber anders als Mappus Brech und Grube, Schuster und Co. sich das ausgemalt haben, hat dieser Tag unseren Widerstandswillen gegen Stuttgart 21 nicht gebrochen, sondern verstärkt. Zu unseren wöchentlichen Treffen der Jugendoffensive kommen 40 bis 70 Schülerinnen und Schüler und Jugendliche. Es gibt eine wachsende Entschlossenheit, das Milliardengrab S21 zu verhindern, auch unter Jugendlichen. Wir haben angefangen, Schulgruppen gegen Stuttgart 21 aufzubauen. Wir von der Jugendoffensive treffen uns jeden Dienstag um 19 Uhr im Forum 3. Wir laden alle Jugendliche ein, zu unseren Treffen zu kommen und sich mit uns zu organisieren. Für Samstag, den 11.12. ruft das Aktionsbündnis unter dem Motto Stuttgart ist überall zu einer überregionalen Großdemonstration auf. Das ist gut so. Wenn alle Organisationen, die gegen S21 aktiv sind, ihre bundesweiten Strukturen für eine massenhafte Mobilisierung an diesem Tag einsetzen, wird diese Großdemonstration ein wichtiger Schritt für unsere Bewegung. Wir von der Jugendoffensive haben einen Jugendaufruf dafür gestartet, mit dem wir bundesweit Jugendliche an diesem Tag nach Stuttgart mobilisieren wollen. Aber mit Demonstrationen allein kann Stuttgart 21 nicht gestoppt werden. Wir brauchen weitere Aktionen des zivilen Ungehorsams. Da am 30.09. 2000 Schülerinnen und Schüler sofort im Park waren und die massenhaft Menschen aus der Umgebung nachkamen, war dies bisher die effektivste Blockade. Nur mit äußerster Gewalt haben sie die Blockade geräumt. Trotzdem war dies ein Erfolg für uns. Mit solcher Gewalt kommen sie aber nicht an ihr Ziel. Wie in Wackersdorf werden sie mit solchen Mitteln scheitern. Jawohl. Noch besser ist es, Blockaden und Besetzungen mit politischen Streiks zu verbinden. Die Jugendoffensive gegen S21 hat mit dem Schulstreik am 30.09. und ihren friedlichen Blockaden im Schlosspark den Gewerkschaften vorgemacht, was möglich ist. Wenn Schüler, Studierende, Beschäftigte gemeinsam streiken und blockieren, dann ist das nicht nur ein mächtiges politisches Signal, sondern es trifft die Wirtschaftsbosse, die hinter S21 stehen, an ihrer empfindlichsten Stelle, bei ihren Profiten. Wir werden diese Auseinandersetzung gewinnen. Wir wissen, dass das Land neue, noch gefährlichere Wasserwerfer zum Stückpreis von sage und schreibe 900.000 Euro bestellt hat. Aber auch das wird Ihnen nichts nützen. Die S21-Mafia wird mit ihren Plänen nicht durchkommen. Wir werden sie gemeinsam stoppen. Oben bleiben!